Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen darum Alex und heute mit der versprochenen Ausgabe zum Thema Verschwörungstheorie oder auch gerne sowas wie andere Blickwinkelvideo. Ähm, ja, für mich ist das natürlich heute eine kleine Herausforderung. Ich habe so ein Video noch nie gemacht und ich weiß, dass es bei solchen Themen immer zwei große Lager gibt. Die einen, die äh, das ähnlich sehen und die anderen, die das Ganze eben ja komplett anders sehen und einfach vielleicht auch gar nicht an so etwas glauben oder eben glauben, dass ich da ein bisschen viel rein interpretiere. Deshalb gleich vorab, ich möchte hier niemanden überzeugen, ich möchte hier keine Anlageberatung machen oder euch in irgendeiner Form hier äh, aufdiktieren, dass ihr die Coins, über die wir heute sprechen, unbedingt auf eurer Agenda haben müsst. Mir geht es eher darum, ich bin der Meinung, ich habe einiges an... Rätsel lösen können, beziehungsweise einige Sachen, die für mich Sinn ergeben und die habe ich mal mit so ein, äh, ein bisschen miteinander verbunden, die Punkte und dabei ist eben so ein gewisses Grundbild bei rausgekommen und meiner Meinung nach stehen viele Zeichen dafür, dass eine uns allen bekannte Kryptowährung höchstwahrscheinlich ähm, ja, eine viel, viel größere Bedeutung hat, als wir aktuell glauben und dass Bitcoin obwohl Bitcoin aktuell das Schlachtschiff Nummer 1 ist und eigentlich auch momentan undenkbar wäre, dass Bitcoin von der 1 verdrängt wird, vielleicht nicht ewig auf Platz 1 stehen könnte. Ich werde das Ganze heute in kurzer Form machen. Ich hatte ja eigentlich überlegt, noch über Craig Wright und die Bitcoin Verschwörung und so weiter zu sprechen. Das wird alles viel zu viel und ich möchte auch nicht so politisch werden. Falls euch das heutige Video gut gefällt und ihr sagt, geil, mehr von dem Content Alex, äh, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Dann wird es auch nochmal so eine Art Video zum Thema Verschwörungstheorie Bitcoin geben. Ähm, ob Bitcoin vielleicht vom CIA geschaffen wurde. Oder, oder auch nicht, ja, was dafür spricht, was dagegen spricht und all solche Themen. Aber darüber will ich heute nicht mit euch sprechen. Heute geht es eher darum, dass ich euch auch ein bisschen was belegen kann in Form von Zahlen, Daten und Fakten. Und von daher lasst uns doch einfach mal direkt loslegen. Also, ähm, die ganze Idee oder die ganze äh, ja, Geschichte begann eigentlich damit, dass ich mal vor einigen Jahren im, im Wochenreport über dieses Cover berichtet habe. Und zwar 2018. Das war dann ja das Jahr, wo wir alle darauf gewartet haben, dass jetzt quasi die neue World Currency kommt. Hier auf dem Bild sehen wir Get Ready for a World Currency, also seid bereit für eine Weltwährung. Und abgebildet ist da so ein Vogel mit einem Coinchen um Hals und er steht auf brennendem Geld. Erstmal keine große Bedeutung. Ich selber habe schon oft damals gehört, The Economist wusste das aber damals nicht so wirklich einzuordnen. Deshalb lasst uns vielleicht ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, was denn diese Abbildung bedeutet oder bedeuten könnte, erstmal darüber sprechen, wer steckt überhaupt hinter The Economist und warum ist überhaupt wichtig, was die hier abbilden. Also. Generell kann man vielleicht sagen, überall kursiert immer das Gerücht, dass die Rothschilds die Inhaber wären von dieser Zeitung und dementsprechend das quasi das Sprachrohr der Rothschilds ist. Die Rothschild-Familie ist eine sehr mächtige Familie, eine sehr verborgen liegende Familie. Also, du kriegst oder ihr kriegt eigentlich generell wenig von denen mit. Ihr werdet zum Beispiel kaum Persönlichkeiten von denen groß in der Öffentlichkeit sehen. Es gibt ganz, ganz wenige Interviews, wo irgendwer von den Rothschilds mal vor die Kamera trat und das dann auch wirklich nur mit wirklich ganz kleinen Sätzchen, die sie mal von sich geben. Ansonsten eher dubios und mysteriös und viele behaupten auch, dass die Rothschilds eben ein Teil des sogenannten tiefen Staats wären, also der Elite quasi, und dass dementsprechend diese Familie eine ganz besondere Bedeutung hat. Die Bedeutung will ich nicht abstreiten, aber erst einmal will ich korrigieren, dass Leute behaupten, es wäre deren Blatt, denn es ist nicht ganz richtig. Wenn man ganz genau nimmt, ist der Economist ein Teil der Firma EXOR, der Investmentgesellschaft EXOR, die wiederum gehört der Familie Agnelli. Die Familie Agnelli ist ebenfalls eine sehr, sehr mächtige Familie auf dieser Welt. Aber heute wollen wir mal nicht über die ganzen Stammbäume der Mächtigen und Reichen sprechen, sondern heute wollen wir ja mal über die Coins sprechen, die vielleicht in Zukunft wichtig werden. Also. Haupteigentümer des Ganzen, also dieser Group, der Economist Group, ist diese Exor-Gesellschaft, 43,4%. Aber wichtig wird jetzt, dass es eben auch andere Typen gibt von Anteilen. Und zwar wird das Ganze geordnet in A, B und C Anteile oder sogar D Anteile. Hier werden die A und B Anteile mal namentlich aufgeführt und zwar gehört XOR zwar ein Großteil, allerdings immer nur der B Anteile. Wie sich das genau im Verborgenen da aufschlüsselt, kann ich euch nicht verraten. Fakt ist, A Anteile gehören den Familien Cadbury, Leighton und Rothschild sowie Schroder. Ja, Das vielleicht nur ganz kurz. Also diejenigen, die behaupten, es sei ein Rothschildblatt, sind nur halb richtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch falsch zu sagen, dass sie nichts damit zu tun hätten. Ich gehe also ganz stark davon aus, dass die Rothschilds durchaus ähm, ja, gewisse, ein gewisses Mitspracherecht haben. Zumal hier auch nochmal steht, niemand hat mehr als 50 Prozent. Das heißt, es gibt also bei allen immer gleiche Verteilung an Stimmrechten. Und daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Rothschilds zwar jetzt nicht jeden Artikel äh, verfassen werden äh, oder mitbestimmen werden, aber die wichtigen. Und es gibt bei denen eigentlich zwei Sorten von Cover. Es gibt einmal ein Jahrescover, das heißt dann immer The World In und dann eben das Jahr. Zum Beispiel kann ich euch das hier mal zeigen. Das ist jetzt zum Beispiel von 2019, The World In 2019. Und das Witzige ist, beziehungsweise das Interessante, dass sie in diesen Covern oder auf diesen Covern sogenannte subliminale Botschaften verstecken. Also für den Laien nicht erkennbar oder zweideutige äh, ja, Symboliken. Und falls ihr euch wirklich dafür interessiert, finde ich dieses The World in 2000, oder 2019 sehr, sehr gelungen. Das hier ist ein Inder, der auf äh, das Ganze einmal zusammenfasst. Ihr könnt, wenn ihr Englisch könnt, das Ganze mit Untertitel lesen. Warum dieser Inder? Weil er es verdammt gut gemacht hat und auch nur in 18 Minuten, also man muss sich hier nicht stundenlang mit beschäftigen, hat er relativ gut gemacht, schaut es euch an, wenn ihr euch mehr dafür interessiert. Und die Annahme, die man eben hat bei diesem Ganzen ist, die Elite hat gewisse Pläne und diese Pläne haben nur die Eingeschworenen und der Rest der Menschheit kriegt nichts davon mit und sie versuchen eben über subliminale Botschaften gewisse Zugehörigkeiten zu symbolisieren oder eben die Zukunft vorherzusagen, ohne dass wir das mitbekommen würden, ja. Dementsprechend wird natürlich alles nicht so offensichtlich sein, wie man denkt. Und so komme ich jetzt eigentlich auch schon zu der Erklärung dieser Grafik, zumindest was ich daraus deuten kann. Zunächst einmal. Ist es so, dass wir hier einen Vogel sehen und dieser Vogel könnte natürlich ein Adler sein, was ihm nahe kommt, weil er diesen Schnabel hat, könnte aber in Verbindung mit Feuer eher auf einen Phönix hinweisen. Und so schreibt zum Beispiel auch dieser Artikel von von Steemit. Auf dem Bild ist eine goldene Münze mit dem Jahr 2018 abgebildet, woraus der Phönix aus der Asche emporsteigt, der auf brennendem Fiatgeld steht. Hier könnte die Bedeutung sein, so der Interpret hier, wie ein Phönix aus der Asche steigen, auferstehen, sich erheben, sich nach einer Niederlage wieder aufraffen, sich nach einem schweren Schlag unerwartet wieder erholen, etwas verloren geglaubt, das erscheint wieder im neuen Glanze und und und. Ihr kennt sicherlich diese Songtexte von einigen Musikern oder auch Bücher oder Filme, wo immer wieder The Phoenix im Vordergrund steht als quasi der, der Retter von allem. Ja? Also der Phönix aus der Asche, unerwartet trifft es schon ganz gut, ist quasi der Retter in der Not. Und hier scheint es so, als würde dieser Phönix symbolisieren, dass das Papiergeld dem Ende entgegengeht, weil es schon brennt und er quasi da drauf steht und jetzt eben das Ganze irgendwie retten soll. Wie kommt man darauf? Er hat nämlich hier oben noch eine Lilie auf dem Kopf, so eine Art ja, Horn könnte man das fast nennen. Und ich habe mal für euch herausgesucht, was Lilie so an Bedeutungen hat. Es gibt verschiedene Bedeutungen zu der Lilie. Es gibt aus Christensicht zum Beispiel die Bedeutung, früher war es mal das, das Zeichen des Heidentums, ja? aber später war es aufgrund ihrer unwiderstehlichen Schönheit das Symbol für Reinheit, Tugend, Fruchtbarkeit sowie Jungfräulichkeit gleichzeitig hat sie aber auch im bereich des todes eine wichtige bedeutung und die glaube ich trifft es hier ganz gut jedes ende ist doch immer mit einem neuanfang und somit steht die weiße lilie zur beerdigung und auf freibern für einen unvoreingenommenen reinen neustart und das trifft es doch glaube ich schon ganz gut also neustart phönix aus der asche unerwarteter neustart unerwarteter neustart aus dem fiat geld und nun kommen wir zu dieser münze diese Münze ist erstmal Gold, könnte also eine goldene Ära bedeuten. Gleichzeitig sehen wir hier die 10. Neben der 10 steht auch nochmal 10 und Phoenix. Auf diese beiden Wörter kann ich nicht eingehen, weil ich dazu nicht so viel gefunden habe. Es gab von einem Video zum Beispiel die Spekulation, dass die 10 für X römisch stehen könnte und 10 für 10x. Ja, glaube ich, können wir abtun, diese äh, Theorie. Diese Theorie hatte er damals 2018 mal. Ich glaube, das Thema ist aktuell nicht mehr akut aber was könnte diese 10 sonst bedeuten und da habe ich mal für euch etwas rausgesucht was ihr sicherlich jetzt wo ich es euch zeige sofort sagt ach ja stimmt und zwar sind das die binär oder Binarzahlen. Ähm, 1 und 0 sind die typischen symboliken oder das typische Symbol für digitale also für das digitale Zeitalter digitale Währungen und 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 das heißt also wir haben hier die symbolik für eine goldene Zeit oder eine goldene Währung eine digitale Währung oder könnte natürlich auch bedeuten eine Währung die irgendwie mit gold zu tun hat das alles jetzt nur meine persönliche äh, Meinung, das hat auch kein anderer so geforscht, sondern das sind so meine persönlichen Intentionen. Übrigens, das Video ist hier nicht, um euch zu sagen, so ist es, sondern eher, um meine Gedanken mal mit euch zu teilen. Und wenn ihr an dieser Stelle jetzt sagt, Alex, warte mal, du siehst da was Wichtiges, dann schreibt doch bitte in die Kommentare, weil so kommen wir alle dem Ganzen ein bisschen näher, weil ich allein habe natürlich meine eigene, ja, man sagt so, Betriebsblindheit. Ich sehe meine eigenen Wege, habe meine eigenen äh, Mechanismen und vielleicht übersehe ich hier was. 2018 ist nichts passiert, da gebt ihr mir alle recht, auch wenn ihr vielleicht erst seit kurzem Crypto Space dabei seid. Aber wofür könnte denn diese 2018 stehen? Ich sagte euch vorhin schon, es gibt keine einfachen Botschaften, sondern immer doppeldeutige Botschaften. Alles was einfach wird, ist subliminal verschlüsselt. Das heißt, ihr habt am Ende eine ganz andere Bedeutung, die es sein könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass die 20 für das Jahr 2020 steht und 18. Jetzt wird es ein bisschen spooky und darüber will ich auch nicht zu sehr reden, weil das einfach nochmal ein Thema für sich ist. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn man davon ausgeht, und das tue ich jetzt einfach mal, ja, ich bestimme jetzt einfach mal, dass das jetzt erst einmal so die Grundlage ist von dem, was ich sage. Es gibt dort eine Vereinigung, die in der Lage ist, die Welt geschehen zu beeinflussen. Und wir können sie nennen, wie wir wollen: Deep State, Elite, die Mächtigen der Mächtigen, die Reichen und Schön, egal wie ihr sie nennen wollt, ja. Fakt ist, es gibt meiner Meinung nach eine solche Elite und diese Elite hat kurioserweise ein bisschen was mit sogenanntem Okkultismus zu tun, also mit kuriosen Ritualen und so weiter. Gleichzeitig sind sie selbst die Erleuchteten, daher kommt auch der Name Illuminati, die Erleuchteten und ihre Erleuchtung zeigen sie, indem sie uns mit Rätseln bombardieren und so sehr gern mit der Numerologie arbeiten, also mit Zahlen. Und da gibt es, wie, wie gesagt, Bücher, die ich euch drüber erzählen könnte oder schreiben könnte. Aber hier könnte es sein, dass die 18 die Summe aus der Zahl des Tieres ist. 666 ergibt 18. So der Zusammenhang. Das könnte also sein, dass die 18 eben mit dieser Nummernreihenfolge zu tun hat. Das aber auch nur spekulativ, aber es könnte durchaus Sinn machen. So, das heißt, wir haben also das Jahr 2020 und nochmal das Symbol dafür, dass es diese Zugehörigkeit ist. Und das Kuriose ist jetzt, wir sehen eine Kette um seinen Hals. Und diese Kette, da deute ich jetzt einfach mal, könnte in Zusammenhang stehen mit Chain, also Blockchain und das goldene oder das goldene digitale Zeitalter der Blockchain. Boom, so könnte man es deuten. Gleichzeitig der Phönix aus der Asche, der quasi das Fiat-Geld, er ja, sieht, wie es brennt und aus dieser Asche emporsteigt und damit mit seinem neuen digitalen Geld die Welt verändert. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, weswegen ich dieses Video mache, weil es soll ja mit Kryptowährung zu tun haben. Und jetzt kommen wir zu dem Logo. Ihr habt es hier gesehen, das ist also so ein typisches äh, leere Mengenzeichen, also ein Durchschnittszeichen oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und kurioserweise hat Stella Lumens, so wie ich das schon mal direkt gespoilert, hier seht ihr es gleich, ein sehr, sehr ähnlich ausschauendes Logo. Ähm, kurios ist dabei folgendes, am Anfang war Stella Lumens mit diesem Logo versehen, was absolut gar nichts zu tun hat mit diesem Logo. Ich sehe hier auch, wenn ich keine, auch oder vielleicht habe ich nur keine Fantasie und bräuchte welche. Aber selbst mit Fantasie glaube ich sieht man hier keine Rakete und ehrlich gesagt bis auf ein S, das ich vielleicht irgendwie deuten kann, sehe ich jetzt hier auch nicht unbedingt, wo hier Stellar Lumens zu erkennen ist in dem Logo. Es sieht für mich eher aus wie so ein Saturn, also wie so ein Planet, der vielleicht zur Seite gekippt ist oder irgendwie sowas in der Art, ja. Jetzt kommen wir mal dazu, was dieses Logo darstellen soll. Das Logo sollte vielseitig sein, das Logo sollte einen Teil von Stellas Geschichte erzählen und das neue Logo sollte als Währungssymbol dienen. Warum, wieso, weshalb steht hier nicht drin, aber es sollte auf jeden Fall einen globalen Währungsstandard geben und da sollte man dann eben auch sich einreihen können, in diese Zeichen. Merkt euch das, weil das ist wichtig. Warum will man sein Logo daran anlehnen? Ja, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Bild gucken, ja, seht ihr es? Jetzt seht ihr nochmal hier. Das soll hier mit rein und hier seht ihr mal die ersten Entwürfe. Also, sie hatten zunächst einmal ein paar Erkundungen durchgeführt und hatten zunächst das hier so als Lösungsansätze. Und sieht insbesondere dieses Zeichen nicht sehr, sehr stark nach diesem Zeichen aus? Alles könnte Zufall sein, deshalb lasst uns gleich weitermachen. Das ist natürlich nicht alles, was ich euch zu zeigen habe. Gucken wir mal auf das Cover von 2015. Das hier war auch wieder das Jahrescover: The World in 2015. Und. Ich sage euch schon mal eins: Ihr könnt wochenlang damit verbringen, diese Bilder zu deuten, weil es zig verschiedene Möglichkeiten gibt. Und das, was ich jetzt mache, mag komplett banal sein, aber ich gucke es mir einfach mal an. Und obwohl ich weiß, dass es durchaus auch versteckte Botschaften geben kann, gehe ich jetzt mal davon aus, dass hier irgendwas am 11.3. passiert. Also, dass hier also so ein Stichtag wie so ein Treffer, irgendwie am 11.3. passiert was. Und das ist auch natürlich jetzt kein Beweis, aber doch sehr spooky. Schaut euch mal bitte an, wann das neue Logo vorgestellt wurde. Am dritten. Auch das kann, wie gesagt, Zufall sein, deshalb werde ich mit euch weitermachen. Aber ihr werdet sehen, irgendwie ist das komisch, dass genau an diesem Tag dieses neue Logo präsentiert wurde. Kann alles reiner Zufall sein, halte ich aber für ziemlich krass, was da bisher passiert ist. Okay. So, die meisten von euch werde ich jetzt noch nicht abgeholt haben, weil ihr denkt, Alex, du hast wahrscheinlich ein paar Bierchen zu viel Intus gehabt, aber dem ist nicht so, denn ich habe einen krassen Beweis für euch, dass da noch ein bisschen mehr hinterstecken könnte. Und dazu schauen wir uns jetzt mal dieses Video an. Ich zeige euch auch noch 44 Sekunden davon. Und zwar heißt dieses Video The Great Reset und ist von keinem geringeren als vom World Economic Forum. Also schauen wir mal rein. Okay, Freunde, jetzt wird spannend. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, es ging zu schnell, deshalb mache ich es mal wie folgt: Ich spule ein Stück zurück und zeige es euch nochmal. Our system oder our systems need a reset. Also unsere Systeme brauchen einen Neustart. Jetzt guckt euch an: Erstens, worauf er drückt. Klar, das ist noch nichts Besonderes. Auf die Taste Reset. Aber Freunde, jetzt passt auf, ich habe gerade wieder Gänsehaut während ich erzähle. Guckt euch dieses Zeichen hier an. Und schaut euch auch an, dass das ein viel helleres Weiß ist als die abgenudelten Tasten. Ja? Also, wir haben hier Tasten, die definitiv schon alt sein sollen und eine Taste, die relativ ausgetauscht ausscha ausschaut, also neu. Das könnte also bedeuten, dass wir eine neue Taste auf der Tastatur hinzufügen, die der Standard wird auf dieser Tastatur. Ja? Und dieses Zeichen bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege, sieht diesem Zeichen doch verdammt ähnlich, oder? Das hier ist ein Video vom World Economic Forum aus dem Juni 2020 und hier ist ganz klar drauf zu erkennen, dass dieses Logo definitiv oder diese Taste nachträglich auf die Tastatur kam und auch auffallen soll. Denn ihr seht hier das Gelbe und hier das Knallweiße. Ne? Das also nochmal ein weiteres Indiz dafür, dass uns irgendwer irgendetwas sagen möchte. Und jetzt gehen wir mal die geschichte ein wie entstand eigentlich stella lumens und wie kam das ganze zustande und die wohl wichtigste figur in, dem ganzen, äh, in dieser ganzen geschichte ist niemand geringeres als Jet mccallop Jet mccallop hat folgendes getan er ist nämlich ein amerikanischer bankier programmierer und unternehmer er ist mitbegründer und cto von stella und vor der gründung von stella gründete mccallop das unternehmen ripple und war bis 2013 CTO. Viele von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, wie eng die miteinander verbrüdert sind, die beiden Projekte. Jeb McCallip hat einfach mal beides gegründet. Jetzt passt auf, was Jeb McCallip noch gemacht hat. Jeb McCallip ist auch für die Gründung des Mount Gox und die P2P-Netzwerke netzwerke e Overnet und e 2000 verantwortlich. Mount Gox, die Börse, die vor die Hunde gegangen ist vor einigen Jahren. Die größte Kryptobörse damals, das Binance, vor fünf Jahren ungefähr. Und ja, das hat er eben gegründet, das Ganze. Ihr seht also, Jack mccallab ist niemand, der irgendwas ausprobiert, sondern er war bisher immer maßgeblich beteiligt an sehr, sehr großen Technologien. Und alle Sauger unter euch, die früher mal Filme und Musik und so weiter gedownloadet haben, natürlich legal, äh, haben das höchstwahrscheinlich über Donkey gemacht, ja. Und im Januar 2018 wurde berichtet, dass MacAllops Ripple Token-Besitz einen Wert von 20 Milliarden US-Dollar hatte, weswegen er auf Platz 40 in der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt war. Das vielleicht nochmal ganz kurz. Viele äh, Leute kritisieren immer Ripple und sagen, ja, Ripple kann gar nicht wachsen, weil McKellapp hat sich ja gestritten, ist raus aus dem Projekt und der wird Ripple jetzt heimzahlen und der wird jetzt alle seine Coins verkaufen und Ripple vom Wachstum hindern oder am Wachstum hindern. Nun ja, ich gebe euch vollkommen recht, dass es in den Medien heißt, dass die beiden sich verstritten haben, er und seine Partner. Ähm, aber alles in allem ähm, frage ich mich jetzt, ohne dass wir da jetzt so konkret und tief drauf eingehen, Warum sollte er das tun? Also was ist ihm damit ge oder was hat er davon, wenn er Ripple zerstört? Das wäre jetzt die Frage. Wäre es eine persönliche Befriedigung oder hätte es wirklich irgendwelche Vorteile für sein Projekt? Das Zweite glaube ich eben nicht. Und von daher denke ich, habt ihr durchaus recht, dass er theoretisch in der Lage wäre, ganz schön Schaden anzurichten. Auf der anderen Seite sehe ich aber keinerlei Motivgründe. Und zweitens sehe ich hier auch folgende Regelung bei dem Ausscheiden von ihm aus Ripple hatten sie einen Deal, der hat eine fette Abfindung bekommen, das seht ihr hier anhand dieser Token, die er gekriegt hat. Gleichzeitig musste er aber unterschreiben, dass er nur gewisse Anteile veräußern darf und so darf er gar nicht alle auf einen Schlag verballern, sondern muss das eben Stück für Stück machen, so ähnlich wie Ripple das auch mit diesen Escrow-Verträgen gelöst hat. Auch die dürfen ja nicht ohne Ende äh, jeden Monat irgendwie die Coins hin und her bewegen und verkaufen, sondern maximal eine Milliarde pro Monat und das muss dann auch irgendwie ein bisschen sinnvoll eingesetzt werden. Und, und. Im Jahr 2011 begann McKellop mit der Entwicklung einer digitalen Währung, in der Transaktionen durch Konsens unter den Netzwerkmitgliedern überprüft wurden. Dieses wurde als Ripple-Protokoll bekannt und unterscheidet sich von Bitcoin wegen der verwendeten Mining-Technik. Er rekrutierte David Schwartz und sicherte sich eine Investition von Jesse Powell, bevor er Arthur Brito als Chefstrategen hinzufügte. McKellar rekrutierte Chris Larson als CEO des neuen Unternehmens, das unter dem Namen OpenCoin bekannt wurde. Also Ripple an sich war früher einmal bekannt unter dem Namen OpenCoin beziehungsweise ähm, das ganze Netzwerk. Und ja, es setzte die Entwicklung des Ripple-Protokolls und seiner Währung fort und sicherte sich Investitionen, bla 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 bla. Und irgendwann hört er auf. Und die offizielle Geschichte, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ihr könnt das alles nochmal durchlesen. Offizielle Geschichte, er hat sich gestritten mit allen, war beleidigt, hat gesagt, ihr werdet jetzt sehen, ich mache mein eigenes Ding und ist gegangen. Ja? Merkt euch das, wir werden darüber nachher nochmal ein bisschen fachsimpeln. So. Jetzt gucken wir uns mal an, warum ich überhaupt auf die wilde Idee komme, dass Ripple was damit zu tun hat. Weil jetzt, okay, Stella haben wir jetzt gesehen, es gibt das Video, wo dieses Durchschnittszeichen zu sehen ist. Das ist sehr, 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 sehr dicht an Stellas Logo angelehnt. Ähm, ja, es macht auch durchaus Sinn, wenn ihr mich so ganz geopolitisch fragt, also. Bitcoin ist ja sehr, sehr dezentral, was natürlich für uns sehr, sehr schön ist, weil wir an diese Idee glauben. Für Staaten, die aber ganz gerne die Zügel in der Hand halten, sehe ich Bitcoin eher als uninteressant, denn die Staaten haben keine wirkliche Kontrolle über Bitcoin und die größten Mining-Pools befinden sich auch noch in China. Ja, Amerika, die sowieso aktuell nicht besonders gut zu sprechen sind auf die Chinesen, werden wohl kaum auch noch eine Währung als Hauptwährung einführen, die irgendwie größtenteils von Minern aus China abhängt und all das sind so ein paar problematische Punkte. Bei Ripple oder auch bei IBM Worldwire, Schrägstrich Stellar Lumens, wäre es natürlich schon mal so, dass die auf jeden Fall den Großteil ihrer Coins selbst besitzen. Das hat natürlich zur Folge, wir können es uns hier vielleicht mal anschauen. XRP hat aktuell 100 Milliarden, wovon ungefähr 45 Milliarden im Umlauf sind. Davon haben sie einen Teil und den anderen Teil oder den Rest hat die Community. Und gleichzeitig hat Stellar Lumens, übrigens war das ursprünglich genau die gleiche Menge, die hatten auch mal 100 Milliarden und da waren auch in etwa 40 Milliarden draußen. Die haben aber das Ganze irgendwann halbiert in Form eines sogenannten Token Burnings. Ja? Und das vielleicht mal für euch, also hier ist es definitiv so, man hat eine dezentrale Technologie, aber wenn man ganz ehrlich ist, aktive Kontrolle über das Projekt, da man eben in der Lage ist, entweder durch seine eigenen Bestände oder durch die Tatsache, dass noch nicht die Hälfte auf dem Markt ist, kein einziger Außenstehender, 51% des Netzwerks kontrollieren kann und das ist natürlich sehr sehr wichtig wenn staaten sich für eine lösung entscheiden und so macht es für mich auch geopolitisch durchaus sinn dass ledger wie zum beispiel der von ripple oder der von stella durchaus attraktiver sind für politiker und für eher generell den welthandel als es bitcoin wäre denn bitcoin würde eher die staaten entmachten und eher die freiheitsbewegung beleben die wir menschen so haben. sind wir aber ehrlich schaut euch die aktuelle situation an guckt euch in eurer gegend um. Es sieht aktuell nicht danach aus, als würde die Politik oder die, die, der Staat in irgendeiner Form an Macht verlieren. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, wir verlieren von Woche zu Woche einige kleinere Rechte mehr. Und das hat ja auch nichts zu suchen, aber das ist zumindest meine eigene Meinung. Kommen wir jetzt zurück zum wichtigen Thema und zwar zu Stellar Lumens und dieser Plattform oder dieser diese Grafik hier. Ganz kurz, diese Grafik kommt aus dem IMF Report, also International, International Monetary Fund und dort gibt es einen sehr, sehr langen Bericht. Den werde ich euch auch sehr, sehr gerne mal verlinken. Und in diesem Bericht, der vom 10. August 2020 ist, wird ganz, ganz viel gesprochen über alle möglichen alternativen Systeme, die man einführen könnte, um die jetzige Lage zu deeskalieren. Und unter anderem, wenn man mal Ripple eingebettet, ihr feststellen, findet ihr hier äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Ripple. Das heißt, man findet in diesem Bericht Ripple namentlich genannt und man findet Ripple auch am Ende dieses ganzen Schriftstücks eben in Form von dieser Grafik. Okay, Dieses System, diese Grafik soll das neue Zahlungssystem darstellen, wie es funktionieren kann. Da gibt es natürlich auch die aktuellen Marktteilnehmer wie Amazon Payments, Facebook Payments, Google Payments, Kreditkartenunternehmen, Schecks und so weiter. Alles ist da. Jetzt aber das Besondere: Das neue System funktioniert über Satelliten. Und ich kann euch jetzt nicht die ganzen Artikel dazu vorlesen, aber ich will euch mal ein paar Bilder zeigen, die das Ganze unterstreichen. Und ich will einfach mal mit euch gemeinsam spinnen und bin auch froh, wenn ihr mir dazu eure Meinung sagt. Aber. Es geht hierbei um Folgendes, es soll ein Netzwerk geben, das über Satelliten gesteuert die ganze Welt bedienen kann und das Ganze möglichst dezentral. Das bedeutet, wir haben Satellitenketten und diese Satelliten stellen quasi einen Knotenpunkt dar, einen Node. Und dieser Node fliegt durch die ganze Galaxie, wenn ihr so wollt, aber sehr, sehr dicht am Erdrand. Und jetzt zeige ich euch mal Videos und Bilder, die euch mal eine solche Satellitenreihe zeigen. Gab es übrigens jetzt erst vor kurzem solche Satellitenbilder. Ihr werdet noch viele, viele andere dazu finden im Netz, aber ich zeige es euch mal. Ihr seht hier also Satelliten fliegen in Reihe und Glied. Die Geschwindigkeit wird schon relativ hoch sein, aber nicht so schnell wie ein Düsenjet. Das heißt, wir haben also hier wirklich ganz viele Satelliten in Reihe und Glied, die gerade getestet werden. Und zwar werden sie getestet von der SpaceX, ja, von Elon Musks Weltraumunternehmen. Diese Satelliten nennen sich Starlink und diese Starlink-Satelliten werden schon seit Jahren getestet. Ihr seht zum Beispiel mal hier ein Video aus 2019. Bisschen schwieriger zu erkennen, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Auch hier sind die Satelliten in Reihe und Glied zu erkennen und auch eine sehr, sehr lange Reihe ist das. Ja, so. Viele Leute wussten nicht, was diese Satelliten sind und haben sich gefragt, was sie da machen und was sie da testen. Und es gab zwar offizielle Statements, aber natürlich hat niemand von denen bei SpaceX gesagt, das sind irgendwelche Satelliten, die unser neues Geldsystem äh, umsetzen sollen. Ja. Deshalb gucken wir mal auf die Homepages von Stellar und von Ripple. Und ich weiß, es gibt viele Zufälle, aber irgendwie auch nicht unendlich viele Zufälle, meiner Meinung nach. Gucken wir mal, was das Hauptthema von Stellar Lumens ist. Das Hauptthema von Stellar Lumens ist eine Erde, bei der es verschiedene Punkte und Messpunkte gibt. Und ja, ihr seht überall kleine Punkte, die könnten natürlich Sterne sein, könnten aber auch Satelliten sein. Und ihr seht schon irgendwie ist das Ganze relativ angelehnt an das, was ich euch gerade gezeigt habe mit den Satelliten hier, die durchs All fliegen. Ja, ähm, so ähnlich schaut das hier für mich auch aus. Das ist noch kein Beweis, natürlich keiner, aber ich zeige euch mal was Ripple so zeigt. Wenn ihr auf Ripple geht, auf XRP, schaut euch mal was ihr hier seht. Ja, ihr seht hier genau die gleichen Linien, auch wieder Punkte, die über die ganze Welt scheinbar verteilt sind, aus der Luft ausgehend und dann eben verschiedene andere Punkte erreichen. Das könnte absolut nicht damit zusammenhängen, könnte aber auch ganz klares Indiz dafür sein, dass es genau darum geht, ein satellitenbasiertes, weltweites, dezentrales System, das höchstwahrscheinlich, so wie das hier abgebildet ist, mit dem Exchange arbeiten wird von Ripple bzw. IBM Worldwire. Ganz unten, letzte Seite, findet ihr das. Ihr seht also hier nochmal, Ripple-Net wird hier genannt, IBM world wird genannt und ich bin der Meinung, das ist zumindest so diese, ja, diese Blickwinkel oder mein persönlicher Blickwinkel dazu. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Stella Lumens und Ripple XRP die neuen Weltwährungen werden beziehungsweise längst angekündigt waren und jetzt Stück für Stück implementiert werden. Das würde auch zu der Geschichte von Charlie Ward passen und die zeige ich euch jetzt einmal, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Dann jetzt unbedingt mal anschauen, ansonsten überspringt gerne. Das geht jetzt circa eineinhalb Minuten. Okay, dann starten wir jetzt einfach mal. Easy, really? So, when the, when the journey started, I knew what the destination was, but I didn't know the journey. I had the four corner pieces of the puzzle. They were shutting down the world's economy, economy for a global financial reset. And also replacing the old Swift system with a quantum financial system. That was what was spelled out. The rest of it I've we'll had to do myself and find out exactly what. And as we've gone through this journey, this quantum financial system, I have been given far more information than most people on this planet. When I say most people on this planet, I'm talking about also virtually every bank in the world doesn't know anything about it. But the people at the very, very, very top, where they've been pinging the message out since August the second, know about it. So, this quantum financial system, I was trying to investigate with my people. And they said, Charlie, this quantum financial system is going to be, um, it's going to use a blockchain technology. And I went, really? what's say, isn't that to do with cryptocurrency? yeah, exactly. And we're actually going to use one of the cryptocurrencies. And the reason we're going to use that particular one is been, it was set up originally to be backed by. and it's now discreetly being backed by gold. and if we've got made public when the system goes live, and it's backed by gold at the moment. it's private information. Uh, it's not public information. but this, it, it, was set up, it was set up originally to be backed by okay. was sagt der gute alte charlie hier? er sagt, es gibt ein system, das wird bald das swift system ablösen. das ganze wurde bereits am 2. august getestet und jetzt wurde ihm zugetragen von seinen leuten er sagt seine people ja, mit denen er gemeinsam nachforschung angestellt hat es gibt eine währung sie war von vornherein dazu bestimmt gold gedeckt zu sein und sie ist es jetzt bereits und diese währung soll über die blockchain funktionieren und soll dann eben das neue zahlungssystem darstellen okay bis hierhin erstmal alles okay und das hat immer noch nichts mit XRP zu tun. Ich meine, in einem anderen Video hat er bereits XRP genau damit betitelt, ja, dass genau XRP dieser Coin sein soll. Aber haben wir erstmal nur die Information, dass es wirklich eine Währung geben soll, die goldgedeckt ist, die das ganze System ablösen soll, was für mich übrigens sehr plausibel klingt. Denn wir haben mittlerweile natürlich, wenn wir so gucken, was aktuell an, an Geldern gepumpt wird durch die ganze Welt und gerade in Amerika jetzt durch Corona, was dafür Billionen und Überbillionen in der Welt gedruckt werden, verteilt werden, um irgendwelche Löcher zu stopfen und am Ende die Wirtschaft doch nicht gerettet wird, wie es aktuell ausschaut dann werdet ihr feststellen, dass das ganze Fiat-System gerade zusammenbricht. Und auch der letzte von euch sollte gemerkt haben, dass das Ganze einfach nicht mehr lange gut gehen kann. Und die ganzen Crash-Propheten, Dick, Müller und wie sie nicht alle heißen, leider jetzt endlich mal nach 10, 10 15 Jahren äh, Prophezeiung jetzt tatsächlich recht behalten. Das ist einfach so und das wird so kommen. Von daher glaube ich definitiv fest daran, dass es eine Währung oder ein Ende, eine Änderung des Systems geben muss. Und was Charlie Ward erzählt, klingt für mich plausibel. Ich persönlich hätte nur nie gedacht, dass es so schnell geht. Und genau das ist auch der Punkt, den er hier anspricht. Keine Bank wüsste davon und es wüssten nur die Top-Top-Top-Top-Leute da oben. Ansonsten weiß keiner davon Bescheid. Und naja, gut. Das vielleicht erstmal so zu dem Video. Das ist also das, was er nochmal so an, an... Wer Öl in die Flamme wirft. Und alles in allem haben wir jetzt also Folgendes. Wir haben das Logo von Stella, äh, das wir hier erkennen. Wir erkennen, dass diese Symbolik von dem Economist höchstwahrscheinlich darauf hindeutet, dass das alte System abgelöst wird durch ein neues, digitales, goldenes, goldene Kryptowährung, die äh, auf den Markt kommt. Das Ganze soll 2020 passieren. Sie haben nochmal hier Ihre okkulte Zahl dabei. Und es gibt natürlich auch einige Gründe, weswegen diese Zeichnung durchaus plausibel erscheint. Gleichzeitig haben wir hier noch mal die Andeutung, dass wir wirklich uns einreihen wollen in die Weltwährungen und es gibt halt zahlreiche andere Dinge, die uns zum Beispiel so ein bisschen verraten, dass hier irgendwas passiert, was sie uns subliminal also versteckt nahebringen wollen. Niemand von euch hätte wahrscheinlich hätte ich jetzt sich Pause gedrückt diese Botschaft wahrgenommen und ich selber habe sie auch nur wahrgenommen, weil mir jemand anderes in irgendeinem Thread das Ganze gezeigt hat. Aber ihr seht schon, das ist die Art, wie sie arbeiten, ja? Sie arbeiten mit mit versteckten Symboliken. Und hinterher können, sie, könnte eigentlich niemand sagen, ich habe es euch doch nicht gesagt, ja? sondern jeder wurde, jedem wurde es gezeigt, nur wir waren nicht offen dafür. Und so könnte es natürlich sein, dass es wirklich so kommt. Und nun komme ich nochmal zum letzten Punkt für heute. Und zwar sprechen wir vielleicht nochmal weiter über das Thema Geopolitik. Ja? Wo wäre der Sinn für Staaten, äh, XRP zu akzeptieren äh, und, und, nicht, und nicht Bitcoin als Nummer eins zu nehmen? Bevor mir jetzt die ganzen Bitcoin-Maximalisten an den Hals springen und ich hier mit dem Shitstorm zugeschüttet werde, bitte versteht mich nicht falsch. Ich habe nicht gesagt, dass Bitcoin wertlos wäre. Ich habe auch nicht gesagt, dass Bitcoin keine Zukunft hätte. Ich habe eigentlich gar nichts gesagt, außer euch meine Errungenschaften, die ich so gefunden habe, im Netz mal zusammenzutragen. Bitcoin ist und bleibt für mich seit Tag 1 digitales Gold und diese Rolle wird auch niemand Bitcoin abstreitig machen können sehr geringe Verfügbarkeit sprich sehr gering Supply maximal 21 Millionen davon sind noch nicht mal ansatzweise alle geschöpft und selbst wenn dem so wäre, hätte Bitcoin dazu auch noch zahlreiche Menschen, die versterben und ihre Wallet-Schlüssel nicht weitergeben, oder in irgendeiner Form gar nicht mehr Zugriffe haben, oder einfach Bitcoin, die aus Versehen an falsche Adressen ins Nirvana geschickt werden. Das alles führt dazu, dass es immer weniger Bitcoin geben wird. Und es wird immer eine Nachfrage nach raren Dingen geben, die eben. Ja, zum Beispiel transportabel sind, die sinnvoll sind als Anlage und als sicherer Hafen, so wie jetzt die Leute in Krisen in Gold fliehen, kann ich mir eben vorstellen, dass die Leute in Zukunft in Krisen immer wieder in Bitcoin fliehen und Bitcoin eine elementare, leitende Rolle spielen wird in unserem System, aber eben nicht als Geld, sondern Bitcoin wird eher als Gold. Dastehen. Das ist meine Meinung. Wie komme ich darauf? Na, zum einen, Bitcoin ist viel zu dezentral und viel zu wenig manipulierbar von den Staaten. Die Staaten selber können da nicht die Zügel in die Hand nehmen. Und zweitens, der Großteil der Mining Power kommt aus China. Das heißt, man würde sich quasi einem Land unterordnen, das denn eine gewisse, ja, oder die am Hebel sitzen würden. Ja, die haben ja den längeren Hebel und das weiß man. Gleichzeitig gab es zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Bericht, aus dem ging hervor, dass es sogar theoretisch möglich wäre, wenn man so viel Hashpower hat und so viel Mining-Power, dass man sogar Transaktionen rückabwickeln kann. Die Aussage kam sogar von einem aus dem Ripple-Lager, ich glaube von Chris Larson. Er hat das kritisiert, Bitcoin sei eben theoretisch manipulierbar, wenn man nur genug Power hätte. All das würde ich aber nicht so ins Gewicht nehmen. Viel wichtiger ist das hier. Schaut euch mal an, wie viele Gebühren, ich weiß, ich glaube, es war jetzt ein Zeitraum von einer Woche oder so, wie viele Gebühren das Ethereum-Netzwerk eingenommen hat. Und ihr seht schon hier unten, there are only two players in this game, always have been. Also es gibt nur zwei Spieler im ganzen Spiel und das waren immer nur die. Derjenige, der das gepostet hat, ich freue mich für ihn, dass er wahrscheinlich in Ethereum-Bitcoin investiert ist, aber Leute, lasst uns mal kurz das nochmal aufschlüsseln. Er sagt gerade, das sind die einzigen äh, Player im, im Game und das waren sie schon immer, weil sie die meisten Transaktionsgebühren eingenommen haben. Aber genau das ist doch das Problem, was wir gerade haben. Die Welt möchte gerne überregionale Transaktionen abwickeln in Sekundenschnelle und das Ganze fast zum Nulltarif. Deshalb ist doch zum Beispiel so ein Projekt wie Cardano interessant, ein Projekt wie IOTA mit dem Tangle, wo es quasi gar keine Gebühr gibt, und eben XRP oder auch Stellar, weil sie noch weniger Gebühren verlangen. Das ist doch eher ein Armutszeugnis für die Community, dass die Community für die Nutzung dieser Blockchains 34,5 Millionen Dollar an Gebühren zahlen musste. Denk mal drüber nach. Ja? Eine Regierung, die also nun eine Währung wählt, die wird keine Währung wählen, wo sie zig Kraftwerke für beauftragen müssen, um es zu meinen. Proof of Work ist verdammt sicher, Proof of Work hat verdammt viele Vorteile, aber Proof of Work ist verdammt wenig effizient. Und ein Beispiel dafür zeige ich euch mal hier. Ihr seht zum Beispiel, wenn man Bitcoin meinen will, dann könnte man so viel oder bräuchte man so viel Strom, wie man ganz Österreich versorgen könnte. Ja? Und bei Ripple wäre es so, dass man eben die Vatikanstadt mit tausend Leuten eben quasi nur den Strom abdrehen würde. Also natürlich ist alles irgendwie mit Energie verbunden, aber bitte schaut euch einfach mal den Unterschied an. Wir sprechen hier über zwei komplett verschiedene Paar Schuhe und wenn ich eine Regierung wäre, wäre gerade für mich, wenn ich Politik betreibe und wiedergewählt werden äh, möchte, ganz, ganz wichtig, dass es sich auch um das Thema Ökologie, um Nachhaltigkeit, um grüne Energie und all das, dass das alles passt. Ja? Und auch da würde ich sagen, stehen Ripple und Stellar Lumens, die ja im Prinzip das gleiche Protokoll besitzen, sehr, sehr viel besser da als Währungen wie Ethereum. Aktuell noch Proof of Work bei Proof of Stake, aber Bitcoin und alle anderen Projekte mit Proof of Work sind halt verdammt energieineffizient. Ja? Das kommt also auch noch dazu. Erstens also. Ähm, es ist viel zu teuer. Zweitens, es kostet viel zu viel Strom und all das zusammen sorgt dafür, dass meiner Meinung nach Bitcoin nicht geeignet ist als gängiges Zahlungsmittel für den Alltag. Okay, was habe ich noch für euch? Ich schaue mal gerade rein. Ja, es gibt noch ein paar andere Indizien, die dafür sprechen. Brad Garlinghaus spricht mit Nugent, das ist der Finanzminister aus den USA. Gleichzeitig gab es vorgestern äh, bei in der Ripple Community einen äh, Bericht, aus dem hervorgeht, dass er schon im Weißen Haus war 2018 mit Trumps Beratern und, und, und. Das sind aber alles Spekulationen, deshalb habe ich die jetzt auch nicht mit aufgenommen, weil das alles so ein bisschen in diese Gegend geht. Ja, ja, der hat gesagt, dass er das gehört hat von dem und dem. Aber die letzte Sache, die ich euch noch zeigen will, dann will ich auch für heute es erstmal gut sein lassen und vor allem eure Meinung jetzt ganz gespannt lesen, wäre nochmal dieses Event und zwar von der Chamber of Digital Commerce. Diese Kammer lässt jetzt einige Leute reden. Das Ganze findet äh, Moment, am 18. September statt. Ja, da findet dieses Event statt. Und dieses Event heißt Parallel. Ihr seht schon, ist es ist kurios geschrieben. Ja, wir haben also nicht dieses typische Parallel, sondern wir haben hier zwei Striche. Ich weiß, wieder ein bisschen viel Reininterpretation, aber sieht das nicht wieder verdammt nach diesen beiden Strichen hier aus? Naja, das überlasse ich mal euch. Was man aber sieht, es gibt da verschiedene Gastredner. Es war eben zum Beispiel abgebildet Brad Garlinghaus von Ripple und noch viele, viele andere. Und schaut euch einfach mal an, welche Partner alle dabei sind. eToro Block, äh, Essentia übrigens, schaut euch dieses Unternehmen an. Das ist der Hauptabwickler für alle internationalen Zahlungsabwicklungen. Das vielleicht nur für diejenigen, die in Aktien interessiert sind, guckt euch unbedingt mal Essentia an. Sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ihr seht schon, es also ist eine riesengroße Veranstaltung, wo eben sehr, sehr viele Leute dazukommen und das Ganze heißt Parallel. Auch wieder die Aussage von Charlie Ward unterstreicht. Er hat zum Beispiel im weiteren in, in dem Interview gesagt, dass er ähm, weiß, dass das Ganze parallel läuft. Seit 2. August ist es gestartet und irgendwann gibt es den Switch und das Swift-Verfahren wird abgeschaltet und das neue System wird aktiviert. Und den genauen Zeitpunkt hat er bestimmt mit dem 31. August, also jetzt in etwa, lasst mich lügen, dann kommt das Video. Ich glaube, Donnerstag werde ich es raushauen. Ungefähr in einer Woche. Ja, ungefähr in einer Woche ist es dann soweit. Und äh, am 31. August soll das Swift-Verfahren abgeschaltet werden. Und am 1. September soll das neue, das sogenannte QFS, das Quantum Financial System, aktiviert werden. Das würde dann auch dazu passen, warum dieses Event Parallel heißt. Und ja. Das waren auf jeden Fall mal so meine Kleinigkeiten, die ich zu dem Thema gefunden habe. Zusammenfassend, laut dem, was ich jetzt ermittelt habe an Recherchen, würde ich behaupten, die... Elite wollte uns hiermit oder sich selbst hiermit bereits bekannt geben, was sie geplant haben. Sie haben geplant, das alte Fiat-System abzulösen durch etwas Neues, durch eine Blockchain und damit in ein goldenes Zeitalter. Das Ganze wird digital funktionieren und das Ganze wird abgebildet durch Stellar Lumens. Hätte ich übrigens vor einer Woche auch nicht gedacht, ja. Ähm das heißt natürlich nicht no financial advice das heißt nicht dass es so kommen muss das heißt nur dass es für mich viele indizien gibt die dafür sprechen elfter dritter ähm, wir haben hier verschiedene dinge die einfach plausibel sind wir haben einige dinge die im widerspruch stehen wie zum beispiel wie kommt man von diesem logo auf dieses Logo und es soll irgendwie miteinander Verbindung stehen. Ich sehe da gar keinen Zusammenhang. Und die wohl kurioseste Figur ist Jed McCaleb. Es gibt nur ein einziges Interview und immer wieder wird sich darauf bezogen. Angeblich hat er sich mit David Schwartz und den anderen verstritten und ist böse beleidigt weggegangen. Jetzt aber mal meine Gedankenfrage oder mein Gedankenexperiment. Jet hat gesagt: Pass auf, Leute, wir machen es einmal so: wir kopieren das Ganze nochmal und machen so eine Art Notfall-Rettungsplan. Ja? Und dieser Rettungsplan ist dann einfach: wir kopieren das ganze System und wenn ihr denn Liquidität braucht, dann habe ich die. Und so können wir dann eben im Notfall nochmal das Ganze quasi wie so ein Backup sehen. ja. Das würde auch Sinn ergeben, warum Jet McCallop weiterhin in den Top 10 schwirrt und es irgendwie nie großen Krieg zwischen Ripple und Estella gibt. Gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass ich da komplett schiefgewickelt bin und das ganz andere Gründe hat. Aber. Zusammenfassend, Ripple könnte aufgrund dessen, dass sie eben auch diese Satelliten hier abbilden oder diesen Zusammenhang abbilden, über Satelliten die Möglichkeit haben, die Banken der ganzen Welt mit ihrem Ledger zu bedienen. Der Ripple Net Ledger wird dazu genutzt, dass die gesamten Banken überregional miteinander handeln können, Gelder in Sekundenschnelle hin und her schicken können, mit nahezu gar keiner Gebühr und Stellar Lumens könnte unter Umständen vielleicht für die Einzelhändler, Großhändler, für die Wirtschaft einfach an sich interessant werden. Ripple, also der Coin der Banken, Stellar, der Coin aller Nutzer. Und jetzt seid ihr gefragt: Habe ich einfach zu viel Bier getrunken? Oder sagt ihr, ey, ich kann einige deiner Punkte zwar überhaupt nicht nachvollziehen, die anderen dafür aber schon. Das wäre natürlich mal mega spannend. Und das hier ist kein schwarz oder weiß. Das heißt nicht, ich habe Recht und ihr Unrecht oder umgekehrt. Ich glaube. Meine Dinge wirken durchaus plausibel an einiger Stelle, aber vielleicht mache ich auch manchmal Gedankenfehler. Deshalb seid so gut. Schreibt mir in die Kommentare, wie hat euch das Video gefallen? Glaubt ihr daran, dass Stella Lumens und Ripple hier eines Tages die Welt erobern? Oder ist es alles nur Humbug und ein bisschen Wunschdenke? Am Ende passiert da wieder gar nichts und es war wieder viel heiße Luft. Das war's. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald. Ciao! Nadel bis zum Anschlag auf meinem Tacho. Alles liegen lassen, unter Welt fliehen. Hey, Nadel bis zum Anschlag auf meinem Tacho. Mit 300 Sachen durch das Land, Babo. Alles liegen lassen, unter Welt fliehen.